Hi Leute, willkommen bei Stocky VR. Ich spiele heute für euch Elven Assassin. Das spiele ich auf der Oculus Quest. Das gibt es seit Anfang September für knapp 15 Euro im Oculus Store. Und ist ein Spiel hier mit Pfeil und Bogen. Ich kann hier auch noch meinen Bogen anscheinend irgendwie dann später aufrüsten. Okay, aber man sieht, ich habe nur 4 Münzen und ich brauche hier irgendwie 5000. Okay, das nächste wäre 200 für den nächsten Bogen. Dann gibt es hier noch irgendwelche Zaubersprüche. Oder was? Achso, Feuerpfeile. Arrow Rain, Explosion, Meteorschauer. Okay, alles klar. Habe ich auf jeden Fall alles noch nicht. Guck mal, hier gibt es auch noch Feuer- und Eispfeile bis hier anscheinend. Gut, so. Ach, guck mal da, das ist mein Avatar anscheinend. Okay. Oh ja. Sieht jetzt nicht so doll aus, der Avatar. Was ist das? Kann ich das irgendwie nehmen? Ah, Gold. Ich habe Gold gefunden. Gut. So, also. Settings, was ist das? Rechtshänder, okay. Audio, bla 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 bla. Passt. So, also man kann das Ganze auch im Multiplayer spielen. Warte mal, ich mache erstmal Singleplayer, ja? Dann gucken wir uns mal den Multiplayer nochmal kurz an. Choose Mode, RPG mit Zaubersprüchen oder Arcade ohne Zaubersprüche. Wir machen RPG mit Zaubersprüchen. Choose Location, Defend Elven Town. Okay, ich kann aus 3 Umgebungen wählen von vornherein. Defend Elven Town, Support Human Village, Defend. Okay. Wir machen mal das hier in der Mitte. Und Start. Okay, sieht doch schon mal ganz nett aus. Idyllisch. Und die Plattform hier, die Größe, haut doch ungefähr mit meinem Guardian-Bereich hin. Ja, ja, haut hin. So, wie kann ich mich dahin teleportieren? Noch gar nicht wahrscheinlich. Ich gehe mal auf Start Game. Welle 1. So, ich habe jetzt den Pfeil und Bogen in der Hand. Oh, die Village, da muss ich verteidigen anscheinend. So, dann lege ich mal den Fallbogen ein und versuche mal die Gegner zu treffen. Okay. Ups. Klappt. So, wie kann ich mich dahin teleportieren? Zu der anderen Plattform. Gar nicht. Ach, ich glaube, ich weiß wie. Und zwar, indem ich da einfach hinschieße auf die andere Plattform. Oh. Scheiße. Nein! Der kommt durch. Nein! Nein, der ist durchgekommen. Hm. 95% nur noch. Ah genau, wenn ich auf die anderen Punkte schieße mit dem Pfeil, dann teleportiere ich mich dahin. Jawohl. Komm schon, komm schon. Der darf nicht durch. Yes! So, und ich weiß, dass man das auch kooperativ zusammenspielen kann. Ich glaube, mit einem menschlichen Spieler.
Ich weiß auch nicht genau, vielleicht kann man das auch sogar gegeneinander spielen, da bin ich jetzt überfragt. Das gucken wir uns aber gleich mal nachher an. Wow. Nein, der ist durchgekommen. Scheibenkleister. Den habe ich. Puh, Welle überlebt. Ach du Scheiße, was kommt denn da für ein Dicky? Und Kleine kommen auch noch. Verdammt. Ja, du bist sauer. Ich weiß nicht warum, aber. Habe ich keinen stärkeren Pfeil, so einen Zauberpfeil oder sowas? Okay, den habe ich. Toll, die sind jetzt natürlich durch, die anderen, ne? Die Kleinen. Da hinten kommen sie. Scheiße. Gibt's keinen Sniper-Pfeil? So mit Zielfernrohr? Komm schon. Ja. Ja, in letzter Sekunde habe ich ihn noch getroffen. Sehr schön. Der war gut. Der war noch viel besser. Wie viele Wellen gibt es denn eigentlich? Du Scheiße, jetzt kommt noch ein Drachen oder was? Oh nein, den treffe ich nicht. Scheiße, der Drache ist durch. Hat auch 5% abgezogen. Welle überlebt. Wie viele Wellen gibt es denn? Welle 8. Kommt schon wieder ein Drache angeflogen. Also zu zweit kooperativ stelle ich mir das auf jeden Fall auch ganz lustig vor. Oh Gott. Yes, Long. Oh, der Drache. Ah, den habe ich noch getroffen, geil. Bin ein Meisterschütze. Welle 9. Ja, mit ein bisschen Übung geht das ganz gut von der Hand. Oh, was? Scheiße, der hat was. Oh, krass, der hat mich mit dem Ball geworfen und jetzt bin ich gleich tot oder was? Nee, war eine kurze Zeit. Da waren es nur noch 40%. Puh, Mann, wie viele Wellen gibt's denn? Welle 10. Ach du Scheiße. Was kommt denn da für ein Riesendrache? Oh nein. Ey, wie soll ich denn den treffen so schnell? Nein, das war's jetzt, glaube ich, ey. Ach, der fliegt nochmal eine Runde, okay. Aber trotzdem, ey. Ich meine, nur 15%. 10% gleich. 10%, siehst du? Der Drache darf auf keinen Fall durchkommen. Welle 11. Da kommt der Drache da bestimmt gleich wieder. Also zwei Gegner dürfen nur noch durchkommen. Oh Gott, und es kommen jetzt richtig viele. Der war gut.
Bleib hier. Puh. Welle 12. Oh, Scheiße. Yes. Oh, wirft er einfach einen Ball wieder auf mich. Glaub's ja. Shit. Nein. Nein. Ich hab ihn doch getroffen. Warum reicht nicht ein Schuss? Nein, das war's. Scheiße. Game over. Puh. Human Village has fallen. 12. Welle. 126 Punkte, 17 Gold. Restart? Nein. Quit. Okay, also ist ganz nett. Guck jetzt nochmal in den Multiplayer rein. Kann ich wieder drei verschiedene Server auswählen. Ach, guck mal, da spielt sogar einer. Ach, man kann das sogar vier Spieler spielen. Ah, cool. Ach, shit, das Passwort gesichert. Ah, deswegen das Schloss da vorne. Okay. Okay, dann komme ich jetzt gar nicht rein. Also, es geht bis zu vier Spieler anscheinend kooperativ. Das ist doch cool, oder? Support Human Castle. Ach, guck mal, kooperativ und auch Deathmatch. Dann wahrscheinlich auch vier Spieler, oder? Das ist doch mal cool, dann vier Spieler gegeneinander. Oder vielleicht auch nur zwei, ich weiß es nicht. Aber es ist schon mal cool, dass es das überhaupt gibt. Ich kann mal ganz kurz das Spiel aufmachen. Private, nein. Ich mach mal kurz ein Spiel auf, warte, ob ein Gegner, Quatsch, ein Mitspieler reinkommt. Wenn ihr das Spiel habt und es gern mal mit mir im Multiplayer spielen wollt, schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare rein. Oder generell, was ihr von dem Spiel haltet. Würde ich mich freuen. Guck mal, ich bin schon Level 3. Ja, ich befürchte, dass jetzt hier nicht so viele Spieler kommen werden. Es ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht so die Zeit, wo so viele Leute online sind. Joa. Hier kommt keiner. Also, Multiplayer wird ein andermal gespielt. Aber in der ersten Ahnung von dem Spiel haben wir schon mal gewonnen. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde es vor allem cool, dass man es zu viert kooperativ spielen kann und aber auch noch gegeneinander. Da weiß ich noch nicht genau, ob man nur 1 gegen 1 spielt oder aber wirklich vier Spieler gegeneinander spielen können. Ja, das finde ich cool. Würde ich mir gerne nochmal im Multiplayer angucken. Also schreibt mir auf jeden Fall. Kommt gerne auch in unseren Stocky VR Discord. Der Link ist unter dem Video. Da können wir uns dann gerne für Multiplayer Sessions verabreden. So. Also, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Lasst mir ein Däumchen da. Auch gerne ein Abo, falls noch nicht passiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.